Bewertung noch hinzukriegen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die man in einer Stunde noch ausprobieren kann an Methoden und Möglichkeiten. Ich kann ja zum Beispiel auch versuchen, die Apatos und diese ganzen großen Dinosaurier erstmal zu ignorieren, einfach nur kleine Dinosaurier zu machen, ganz viele. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution im Challenge-Modus auf dem Schwierigkeitsgrad Jura. Wir haben hier in der letzten Folge einen Polarcanthus, nee, einen Crichtonsaurus war das gezüchtet. Der läuft irgendwie so voll langsam da in das Gehege rein. Aber wir lassen den jetzt einfach mal da langsam reinlaufen. So ist das halt, so macht er das halt. Und jetzt kommt auch gleich hier der Apatosaurus noch zustande. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dann entsprechend die Bewertung auch bekommen. Also es ist kann nicht mehr lange dauern, wie gesagt. Es kann nicht mehr sehr lange dauern, dass wir diese Bewertung bekommen. Hatte ich jetzt hier genau den Kleiderladen. Da müssen wir nochmal schnell dafür sorgen, dass wir das hier nochmal ein bisschen aufwerten mit einer entsprechend höheren Reichweite. So, da müsste man nämlich die Kleidungs- oder die Einkaufsbewertung auch nochmal ein bisschen nach oben pushen können dadurch. Und ja, jetzt wird die Transportbewertung langsam auch zum Problem. Weil der Park jetzt natürlich auch größer wird. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hier noch die Stationen dazwischen setzen soll. Ich probiere das jetzt einfach mal. Diesen Auftrag haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Ich probiere jetzt einfach mal hier eine Monorail aufzubauen. Ich habe die noch gar nicht erforscht, ne? Scheiße. Ist für unseren Job unerlässlich. Das schaffe ich ja gar nicht. Dank des Genoms, das Sie beschafft haben, können wir unseren Weg weiter verfolgen. Das schaffe ich ja gar nicht mehr. Die Station zu bauen, hier die Monorail. Weil ich musste ja noch erforschen. Das kostet ja 1 Million. Nee, das kostet nicht 1 Million, aber es dauert 8 Minuten. Das schaffe ich gar nicht mehr. Ich versuch's mal noch. Weil ich glaube, die brauche ich dann tatsächlich, um den letzten Stern auch zu bekommen. Damit die Transportbewertung steigt. Pflanzenfresser. Großer Körper, kleiner Schädel. Wir können ja schon mal die Voraussetzungen schaffen. Nur wie? Wo soll ich die denn hinbauen? Es ist überhaupt kein Platz mehr. Okay, hier hinten könnte ich noch aufbauen, eine Station. Da würde es gehen. Und dann müsste ich gucken, dass ich auf jeden Fall eine Station auf der Seite hier baue. Das heißt, wir ebnen jetzt schon mal an den Stellen ein. Hey, wenn jetzt nochmal ein Sturm kommt, ne? Oder irgendwie eine Katastrophe oder so, dann drehe ich aber am Rad, meine lieben Freunde. Sowas von. Ich hoffe, da passt eine hin da hinten. Okay, Wissenschaft. Vergessen Sie nicht, okay, das kriegen wir die hin. Wissenschaft ist der Grund, aus dem wir hier sind. Und dieser Auftrag hilft mir, unsere Forschung voranzutreiben. Apatosaurus verliert jetzt natürlich ganz schön an Geborgenheit, weil er einsam ist. Das heißt, wir müssen dringend noch dafür sorgen, dass wir noch 2 weitere von diesen Tieren bekommen. Sonst wirkt sich das, glaube ich, auch negativ aus auf die Bewertung der Gäste. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung Amenchisaurus, oh Gott. Definitiv weiterhelfen wird. Amenchisaurus, warte mal, den können wir doch gar nicht, ohne dass wir das erforschen, das Fossil bekommen. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Glaube ich. Okay, also jetzt wird es langsam schwierig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich die Bewertung noch weiter hochtreiben soll. Sehr hohe Vielfalt haben wir, 72 Dinosaurier. Jetzt braucht man, glaube ich, einfach nur Masse. Pass auf, Trikes. Ganz viele einfach. Wo sind sie? Ausbrüten. Die werden schnell fertig und erhöhen einfach die Menge. Und die packen wir dann einfach zu den Fleischfressern ins Gehege rein. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht, um die Dino-Anzahl schnell zu erhöhen. Muss halt so gehen. Ja, verkaufen. Danke sehr. Sind die schon so weit? Nee, will ich gar nicht. Warte mal. Gott. Hier können wir noch was verkaufen. Ah, dieser Stress. Dieser Stress dieser letzten Sekunden. Minuten. Wir sind in der letzten Folge hier gerade.
Komm schon, Apatosaurus wird fertig. Schnell. Oh Mann, der Stern wird doch gleich voll, ey. Schnell beeilt euch, ihr blöden Trikes. Ihr müsst euch beeilen, ihr müsst schneller wachsen, ihr müsst schneller wachsen. Hier machen wir jetzt auch nochmal einen Trike, schnell. Komm, komm, komm. Brüten, schnell. Schnell, schnell, schnell. Eine sicherere Anlage sollte mehr Möglichkeiten für die Wissenschaftsabteilung bedeuten. Und dafür haben wir Ihnen zu danken. Das Tor können wir jetzt mal schließen. Ja, super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, toll. Diese Frau macht mich wahnsinnig. Oh Gott, es ist so krass knapp. So knapp war es noch nie, so nah war ich noch nie dran, ey, verdammte Scheiße. So nah war ich noch nie dran. Am Sieg. Am Triumph. Komm schon. Ja. Lambert, nee, hier wie, du bist der Auserwählte. Ich glaube, sie werden diesen Auftrag. Ein Foto, das mindestens. Oh Gott, warte. Warte, Ranger und Fahrzeug lenken, komm. Wir fahren einfach schnell in das erstbeste Gehege rein, machen ein Foto, das ist so oder so 10.000 wert. Aus dem Weg. Scharfe Kurve und. Ja, genau, perfekt. Bam, einfach reinhalten die Kamera. Jawohl, guckt euch das mal an, sauber. Ha. Zacki-Bucki. Keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei. So, die Tracks. Ah ja, die sind fertig, okay. Betäuben wir die zweimal. So, jetzt machen wir mal noch einen weiteren Apato am besten. Wenn der Track hier fertig ist. Gute Arbeit bei diesem Fotoauftrag. Puh, der Trike kann eigentlich erstmal vorübergehend hier in dem Gehege drin bleiben. Scheiße, der Apato hier ist ja fast am Durchdrehen. Oh, Dreck, ey. Da müssen wir den betäuben. Ja, ja, ist gut. Machen wir auch mal einen Sicherheitsauftrag. Hallo, Sicherheitsauftrag? Was ist jetzt los? Es gäbe da einen Auftrag, Ranger, Nachladetempo. Freilassung im Gange. Okay, jetzt nochmal ein Apato. Hoffentlich wird der auch was. Also. Genau, die beiden Trikes. Da kommt einer hier rein und einer kommt zum Spino rein. Perfekt. Sehr schön. Die fühlen sich hier auch alle wohl noch. Außer der Apatosaurus. Der ist jetzt schon fast am Durchdrehen. Und ich würde dann noch schnell genug betäubt, bevor er ausrastet. Denn noch ein Dino-Drama hier, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erlauben. So, wir züchten jetzt nochmal Trikes. Hauptsache, die Dino-Anzahl wird jetzt erstmal noch ein bisschen erhöht. Mehr Dinosaurier! Nahrungsbewertung. Ey, wir müssen die Nahrungsbewertung irgendwie noch hochkriegen. Da, komm, da kriegen wir noch mal mindestens 10% raus, ey. Aber ich verstehe auch nicht genau, was da jetzt noch fehlt. Also, warte mal, wir erhöhen mal das Personal einfach. Weil wir haben so viele Restaurants hier rumstehen. Hier, wir haben so viele Restaurants hier. Ich check das nicht. Und die sind auch alle auf der Maximalstufe. Ich gehe jetzt mal volles Risiko, auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht Verlust mache. Ich erhöhe einfach mal die Reichweiten, indem ich da das Personal erhöhe. In den Einrichtungen. Würde ich vorschlagen. Okay. T-Rex und Trike haben schon einen Kampf angefangen. So muss das sein. Sehr gut. Ah, Kapazität ist jetzt das Problem. Okay, okay, okay. Das kriegen wir ganz schnell in den Griff. Scheiße, doch nicht. Ich habe kein Geld. Ja, erstmal den Dino abtransportieren. Komm, lass mich abtransportieren. Warum kann ich es nicht? Ach so. Hä? Moment, das ist irgendwo anders einer gestorben. Wo ist denn jetzt hier einer tot? Ach, da. In einem Kampf gestorben. Ah ja, okay, der Carcharodonto hat den Trike getötet. Ja, wunderbar, perfekt, so muss das sein. Dann geben wir jetzt T-Rex und Carcha nochmal jeweils einen Trike rein. Was wollte ich jetzt? Ein Hotel bauen, genau.
Vorher muss ich noch Fossilien verkaufen. So, extrahieren. Ja, die können wir jetzt hier schon verkaufen, glaube ich. Der wird eh schon auf 100% sein gleich. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen das Hotel bauen. Hotel bauen, Hotel bauen, Hotel bauen. Gleich hier hin. Wunderschön. Ein Schienenbahn. Okay, ein Schienenbahn schnell noch bauen. Wie teuer ist die? Ja, das ist doch gut hier an der Stelle. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht nochmal ein Sturm. Ey, das würde mir jetzt das Genick brechen, glaube ich. So, dann bauen wir hier hinten noch eine Monorail auf. 180.000 kostet die nur. Das geht eigentlich. Schnell. Nicht so nah ran. Sonst komme ich da hinten nicht rum. Verbaut? Wieso ist denn da? Ach, wegen dem scheiß Wasser da. Schnell. Schnell. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay, Spinosaurus und Trike gehen in einen Kampf. Wunderbar, so muss das sein. Hier müssen wir wieder Betäubi machen. Rüber zum Rex, das geht am schnellsten. Da ist ein Toter, der muss weg. Ja, dann würde ich sagen, hier auch noch eine Monorail-Station hinbauen. Sollte eigentlich passen so. Kein Strom, ja, okay. Was, wo? Ach so. Brauchen nochmal ein Kraftwerk. Na toll, jetzt wo ich kein Geld habe. Ja, dann machen wir nur ein kleines Kraftwerk einfach. Einfach hierhin jetzt. Nein, es geht einfach nicht. Es ist zu wenig Platz. Hier ist auch zu wenig Platz. Mann, scheiße. Dieser scheiß Platz immer. Können wir nochmal was verkaufen? Vollständiges Genom. Sauber, dann können wir die Viecher verkaufen. Muss nochmal die Expeditionisten losschicken. Wir brauchen nochmal Geld. Und zwar dringend. Was? Irgendwas ist beschädigt. Achso, nee, das sind die Monorail-Stationen. Okay, Schiene bearbeiten. Erstmal die Schiene machen. Hauptsache, das funktioniert erstmal. Egal, wie das jetzt aussieht. Es ist furzegal, wie das jetzt aussieht. Hauptsache, es passt erstmal. Hauptsache, die sind verbunden untereinander. Verbaut. Kurve zu eng. Okay, so geht's. Sauber. Wir machen einen geschlossenen Kreis, wie gesagt. Schnell. Schnell. Schneller. Okay, sauber. Das passt. So, jetzt brauchen wir Strom noch. Irgendwas ist hier betäubt. Ach ja, der... Natürlich. So, den lassen wir schon mal frei. Den Apato. Auch wenn der andere noch nicht so weit ist, ist das mal egal. Bewertungsmäßig sieht es wie aus. Okay, wir haben eine volle Inselbewertung. Jetzt müssen wir nur noch die Dino-Bewertung ein bisschen hochtreiben. Alter, scheiße. Ah, es sind nur noch 14 Minuten. Oh Gott, ist das knapp. Scheiße. Oh, scheiße, Mann. Scheiße. Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Boah, ist das knapp, ey. Das ist so unglaublich knapp, ohne Witz. Das ist so unglaublich scheiße knapp. Das ist so unglaublich scheiße knapp. Warte, da liegt ja noch ein betäubter Trike. Der muss da weg. Der muss da weg. Der muss hier rein. Ah, und da ist ja noch ein toter Mensch. Warum wird das nicht abtransportiert? Weil ich es nicht befohlen habe. Schnell. Der Apatosaurus muss schneller fertig werden. Wir brauchen noch irgendwas, was schnell fertig wird. Vielleicht noch mal ein paar Dilos irgendwie. Die haben kein Geld. Scheiße. Kein Geld. Dumme Futterstationen müssen auch aufgefüllt werden. Mist. Brrr, oh Gott. Das ist ganz schön anstrengend hier, meine lieben Freunde. Ganz schön anstrengend. Da gehen einem die Nerven auf Grundeis. Unfassbar. Werde ich es schaffen? Werde ich es schaffen, in den letzten 12 Minuten noch diese Bewertung vollzukriegen hier unten? Also wenn jetzt noch ein Sturm kommt, haben wir eh verkackt. Annehmbares Wohlbefinden. Immer dieses scheiß annehmbare Wohlbefinden. Vor allem, ich brauche eigentlich auch viel dringend nochmal Strom.
Strom ist viel wichtiger jetzt. Wir müssen eigentlich ein Kraftwerk noch bauen. Nein, jetzt kommt noch ein Sturm. Jetzt kann ich es vergessen. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Jetzt muss ich die Dinos betäuben. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Das war's. Wenn jetzt nicht noch das Ding hier nochmal rumswitcht, dann kann ich es vergessen. Ja, jetzt, wenn die Besucher im Schutzraum sind, sinkt die Bewertung. Kann ich also eigentlich vergessen jetzt schon. Vor allem, wir brauchen immer noch diesen Energie. Ah, Mann, ich war so nah dran, Goddammit. Ich war so nah dran. Aber ich habe den Spielstand ja noch. Im Prinzip könnte ich versuchen... Ja, da kommt der Tornado. Mit dem Tornado kann ich es eh vergessen. Tornado ist eh tot. Da kann ich sonst was machen. Kann ich mir sonst wie ein Bein ausreißen. Der fegt jetzt hier schön durch die Gehege durch. Fliegt schön zum Karcher rein. Genau, schön da rein. Schön alles kaputt machen. Kann man vergessen. Sowas von vergessen kann man das hier. Vor allem, wenn der Apato noch ein kleines bisschen schneller fertig geworden wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar geschafft, so ein blöder Scheiß. Ach, was ein Dreck, ey, wirklich. Das ist so ein Dreck. Ja, jetzt haut er da ab. Ach, komm. Jetzt kann ich es vergessen, das schaffe ich nicht mehr. Es sind schon nur noch 10 Minuten hier. In 10 Minuten kriege ich das Chaos niemals wieder hingebogen. Ja, wie der Sturm hier durchrauscht, durch die ganzen wichtigen Zäune und Gehege. Ach komm. Lächerlich, absolut lächerlich. Absolut lächerlich ist das. Jetzt rauscht er hier noch in das Gehege rein. Die ganzen Viecher kriege ich in der Zeit gar nicht betäubt. Sowas Lächerliches. Alter, ey, das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Guckt euch das mal an. Das ist so der Fatal Blow, den ich noch gebraucht habe zum Schluss. Aber ich sag's mal so, ich habe den Spielstand noch. Ich werde es einfach nochmal zwischendurch ab und zu mal probieren, in dieser einen Stunde diese letzte Bewertung noch hinzukriegen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die man in einer Stunde noch ausprobieren kann an Methoden und Möglichkeiten. Ich kann ja zum Beispiel auch versuchen, die Apatos und diese ganzen großen Dinosaurier erstmal zu ignorieren, einfach nur kleine Dinosaurier zu machen, ganz viele. Das würde möglicherweise auch gehen. Das geht auch schneller. Und vielleicht komme ich dann auf die Bewertung. Was ich jetzt für den Park tun muss, um die Einrichtungsbewertung hochzukriegen, das weiß ich ja jetzt. Und das kann ich ja relativ schnell dann machen. Und dann muss ich mich ja nur noch um die Dinosaurier kümmern. Und um die Stürme, die dann halt kommen. Aber ja, jetzt auch noch eine Krankheit. Alter, was ist denn das? Ohne Witz, was ist denn das? Das ist doch absolut lächerlich. Aber mal ohne Witz. Absolut lächerlich ist das. Da, drei Tiere sind krank. Ja, so alles auf einmal dann, weißt du? Nee. Das kann ich hier auch nicht mehr hinbiegen. Das geht überhaupt nicht. Wie soll ich das machen? Die ganzen Zäune sind offen. Da, die Raptoren rennen wieder in den falschen Gehegen rum. So albern, ey. So albern. Die Pflanzenfresser rennen auch im falschen Gehege rum. Tolle Wurst. Und irgendwer rammelt hier gegen die Wand gegen. Wer macht das? Das sind, glaube ich, die Trodons hier, ne? Ja, die Trodons wollen raus. Egal. Schaffen sie eh nicht. Ja, so viel zu dem Thema, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das ist hier in die Hose gegangen, aber ganz eindeutig, die ganze Nummer. Aber ich muss sagen, es sind erstaunlich wenig Dinosaurier... so unterwegs gerade. Hier haben wir halt einen Stromausfall am Zaun. Das ist natürlich ungünstig. Warte mal, gucken wir mal. Ja gut, die Raptoren sind halt eine Bedrohung. Warte mal, ist hier... Nein, nicht Fahrzeug lenken! Aufgabe hinzufügen, das ist so nervig. Man kommt immer so schnell auf die falsche Taste. Mann. Ja, repariert doch mal das Loch im Zaun hier, ihr Idioten. Habe ich euch das etwa nicht gesagt? Anscheinend nicht. Ja, jetzt hauen die Raptoren ab. Tolle Wurst.
Und die Besucherbewertung sinkt natürlich, je länger die Leute im Schutzraum rumhängen. Ach, ist das scheiße gerade. Das ist so scheiße. Warum muss denn so ein Sturm 10 Minuten vor Schluss kommen, ey? Mann, wo man noch so die letzten Minuten braucht, um das noch so zu optimieren, dass die Bewertung stimmt. Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Das bringt einen zum Ragen, aber wirklich, ey. Aber so richtig heftig. Ach, ist das scheiße. Ist das scheiße. Wirklich jetzt. Mann. So ein Mist. Hier ist ja immer noch ein Loch im Zaun. Warum macht das denn keiner heile? Hier, da hinfahren. Los jetzt hier. Zack, zack, zack. Aber ich glaube, die Zeit ist eh schon drüber. Nee, doch noch nicht. 6 Minuten noch. Wieder immer noch ein Loch im Zaun ist. Keiner kümmert sich drum. Hallo? Und die Pflanzenfresser laufen darum, wie es ihnen gefällt. Was soll denn das? Scheiße hier. Nicht Helikopter fliegen. Aufgabe hinzufügen. Meine Fresse. Schnell jetzt hier. Shit. Meine Fresse. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Wo läuft noch ein Dino rum? Da läuft noch ein Dino rum. Das ist ein Raptor, der muss betäubt werden. Mann. Ah, die werden alle schon betäubt, oder? Ja, okay, der ist betäubt. Packen wir den jetzt hier wieder ins Gehege rein, genau. So, den Rex packen wir jetzt auch mal in sein Gehege. Wieder. Und hoffentlich fahren die jetzt endlich mal dahin und reparieren endlich mal dieses scheiß Loch im Zaun. Hallo! Beeilt euch doch mal, ihr Idioten! Mann! Wie ätzend, wie ätzend. Es ist so mega ätzend, wirklich. Irgendwer rammelt hier gegen den Zaun. Warum? Warum? Was macht ihr denn? Was ist denn mit euch jetzt wieder nicht richtig? Ihr habt doch alles, was ihr braucht, ihr Deppen. Ach Gott, das regt mich auch so auf, ey. Es zerbricht an allen Ecken. Das kann man doch in 6 Minuten alles nicht bewältigen. Hier ist alles rot hier oben. Goddammit. Da, schon wieder ein kranker Dino. Kein Mensch kümmert sich hier drum. Da, noch einer. Was soll das? 3 Tiere sind hier krank. Scheiße. Wo ist denn der dritte? Welcher dritte ist denn da krank? Der Rex ist krank. Warum ist der Rex krank? Hey, bleibt ihr mal hier. Ihr seid noch nicht fertig. Nee, es ist nicht der Rex, der krank ist. Es ist dieses andere Tier hier. Oh, schnell abtransportieren. Nicht, dass die Raptoren den gleich auffressen. Ich glaube, es ist eh gleich zu spät. Oder der Rex. Wenn der Rex auf die Idee kommt, da mal rumzuknabbern an dem Tier. Könnte es sein. Oh, stellt euch... Warum dreht ihr denn den Hubschrauber noch? Lasst doch einfach das Seil nach unten. Meine Fresse. So, was ist jetzt hier noch kaputt? Das ist repariert. Hier ist noch was kaputt. Oh, wie sie einfach zu dumm sind, da mal diese blöden Löcher im Zaun zu stopfen, ne? Das ist so nervig. Du weißt es ihnen an und sie machen es nicht. Sie stehen einfach davor, einfach nur, weil da ein Dinosaurier betäubt in der Nähe rumliegt oder so. Das ist so, so dumm ist das. Das ist so auf so vielen Ebenen bescheuert. So, jetzt bitte das Zaunloch da fixen. Danke. Immer noch ein kranker Dinosaurier irgendwo. Raptor ist krank. Hab das jetzt. Ja, Mann! Oh, Gott! Da wird das schon wieder ins andere Gehege rein. Alles nur wegen einem Wirbelsturm, der einfach mal quer durchgefegt ist, ne? 3 Minuten haben wir noch. Komm, ich muss jetzt die Schutzräume aufmachen. Sonst habe ich gar keine Chance mehr, das noch irgendwie zu drehen. Ach, ist das ätzend. Warum muss denn kurz vor Schluss so ein scheiß Sturm kommen? Wirklich, warum? Warum? Kurz vor Ende, ey. Ach, Mann, das ist so dämlich. Das ist so bescheuert. Mann, so ein Dreck, ey. Wirklich. So, hier liegt noch irgendwas rum. Was ist das? Das ist ein... Ach, der Karcher liegt da noch rum. Den habe ich schon vermisst. Ich dachte schon, hä, wo ist der Karcher hin?
Und da liegt noch irgendwas. Was ist das? Wer schläft hier? Velociraptor, der muss hier rein. Wir haben immer noch einen Kranken. Alter, sind die denn noch so inkompetent? Bitte heilt doch jetzt einfach mal die kranken Dinos, Leute. Heilt sie doch einfach mal. Irgendwo ist hier noch einer, der krank ist. Und da wird immer noch nicht repariert. Ich glaube, ich raste aus, ey, wirklich. Leute. Hallo. Hinfahren. Ach, sind die so dumm oder tun die nur so? Ey, wirklich, ich fahr da jetzt selber hin. Wie kann man denn nur so dumm sein? Wirklich? Warum ist die Reparatur denn hier nicht möglich? Ihr wollt es gerade sagen. Was ist denn das für ein Scheiß? So. Wie sieht's aus? Eine Minute noch. Schaffen wir nicht mehr. Mit den ganzen roten Symbolen da oben können wir das sowas von knicken. Und hier ist gerade auch irgendwas gestorben, glaube ich. Irgendwo. Wo? Wo ist was gestorben? Hier unten. Ach, der Triceratops. Okay. Ne, zwei sind gestorben. Hier ist noch einer tot. Oh nein, ein Trodon. Dann sind die doch auch wieder angepisst. Ja, nicht genug Trodons. Ja, kannst du alles vergessen. Das wird hier nie was. Nicht mit diesem ganzen Chaos, das da um uns rum passiert. Wie gesagt, ich muss mir das nochmal vornehmen, diesen Spielstand hier. Und ab der letzten Stunde nochmal anfangen. Aber das mache ich offscreen, das mache ich nicht onscreen. Ich werde dann wahrscheinlich die letzten paar Minuten aufnehmen oder so, oder wenn ich kurz davor bin, es zu lösen. Weil das bringt einfach nichts hier. Aber ihr habt mal das Chaos gesehen, was da am Ende noch entstehen kann. Es ist einfach so krass. Es braucht nur einen Sturm am Ende zu kommen und alles ist hin. Alles ist hin. Du kommst da gar nicht, du kannst gar nicht so viele Sachen koordinieren gleichzeitig. Das geht überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Vollkommen unmöglich. Da kommt noch eine Krankheit dazu, die haben wir übrigens immer noch nicht bekämpft, weil die ganzen Ranger alle zu dumm sind. Weil sie ständig immer irgendwo hängen bleiben oder stehen bleiben oder den Weg nicht finden. Okay, aber ich würde sagen, bevor mir jetzt hier noch der Kopf explodiert an dieser Stelle, ist diese Folge jetzt zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Mal schauen, was das dann überhaupt für eine Folge wird und wann die dann kommt. Ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht nochmal so ein kleiner Bonus-Nachschub oder so. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao, ciao.